Das große Pferderennen von Marrakesch. Hier treten die kühnsten Reiter und die edelsten Pferde gegeneinander an. Doch nur Männer dürfen an dem Rennen teilnehmen. So ist das Gesetz. Alles begann mit dem Begräbnis meiner Mutter Selma. Als dein Bote mit der Nachricht kam, bin ich sofort aufgebrochen. Mutter Selma hat dir damals nur gesagt, dass ihr ein Kind erwartet. Welchen Namen gab sie ihr? Selma. Selma, ich werde dich jetzt mitnehmen. Ich kenne dich nicht! So begann mein neues Leben. Ist wohl deine Tochter? Ja, Selma. Sie kommt mit. Das Rennen von Marrakesch ist etwas Wunderbares. Es findet nur alle 4 Jahre statt. Aus dem ganzen Orient kommen die besten Pferde, um daran teilzunehmen. Wir müssen uns hüten. Es gibt Pferdediebe in diesen Bergen. Geht in Deckung! Jalla, schnell! Schnell, schnell! Ich bin die Königin! Ich hol mir meine Pferde zurück! So lernte ich meinen Vater langsam kennen. Singal aber gehörte meine Liebe schon längst. Noch nie hatte ich so ein Pferd gesehen. Bald müssen bei den schönsten Pferden 3 Dinge sein. Die Stirn, der Rücken und die Nüstern. Zum ersten Mal saß ich auf Singal. Wir jagten davon und mich erfüllte ein Glück, wie ich es zuvor noch nie verspürt hatte. Ich bin Seiner und werde mit meinem Pferd Singal das große Rennen reiten. Ein blauer Turban verdeckt meine langen Haare. Keiner weiß, dass ich ein Mädchen bin.